Für uns ist ein spannendes Gebiet, weil es doch im Bestand ist. Normalerweise werden so Stadterweiterungen am Stadtrand gemacht, auf der grünen Wiese. Und in dem Fall ist es im Bestand mit sehr viel Grün, qualitativen Grün, aber auch viele Möglichkeiten, die sich ergeben. Die Tempelhofer Mitte, die gibt es ja gar nicht so genau. Das ist ja die Aufgabe. Und das ist natürlich extrem spannend, für so einen gewachsenen, traditionellen, alten Stadtteil eine Mitte neu zu denken. Das ist eine Aufgabe, die gibt es ja nicht jeden zweiten Tag. Das ist das Spannende. Also das Besondere von uns an diesem Gebiet ist, dass wir einfach eine sehr unterschiedliche Struktur haben, die teilweise auch sehr zerstreut war, die teilweise auch Probleme bereitet hat, aber uns deshalb auch irgendwie Spaß gemacht hat, damit zu arbeiten. Also wir haben diese Dorfstruktur, diesen alten Dorfanger, etwas nördlich von dem Planungsgebiet. Wir haben das alte Rathaus mit Bestandsgebäuden. Wir haben diese Solitäre, die nördlich von der Kleingartenanlage sind. Wir haben die Kleingartenanlage als grüne Mitte. Wir haben einen Franke-Park, wir haben den Grunack-Park. Wir haben dann natürlich auch den Tempelhofer Damm, der eine Zäsur bildet, einfach zwischen diesem grünen Band. Und all diese vereinzelten Themengebiete oder Aspekte, sage ich mal, haben jetzt dieses Interesse an diesem Gebiet einfach gesteigert und unsere Lust damit zu arbeiten. Der Ort, so wie ich ihn jetzt finde, ist für uns ein sehr interessanter Ort auf verschiedenen Ebenen. Wenn man sich Tempelhof jetzt strukturell anschaut, ist es ja, lesen wir es als eine Insel mit dem Rathaus, hat es eine klare Mitte, aber wenn man baulich diesen Ort sich anschaut, ist sie eigentlich leer. Sie hat diese großen Grünräume um das Rathaus, die für uns total hohe Qualitäten mit sich bringen. Und in diesem Zusammenspiel von Grünräumen, die jetzt noch ein bisschen fragmentiert sind, dem Rathaus in der Mitte und den Randbebauungen am Park, entsteht hier ein Ort, der sehr speziell ist und wo wir ein großes Potenzial sehen, das in dieser Logik auch weiterzudenken und dann zu transformieren und weiterzuentwickeln. Wir sind ausgegangen eben von der Qualität für den Grünraum, den es gibt, aber auf der anderen Seite auch mit dem Ziel, dass so ein Zentrum entsteht. Das Zentrum heißt natürlich auch Urbanität und belebt, aber vor allem vielfältiger Stadtraum. Und wir haben auf der anderen Seite den Grünraum einmal ganz bewusst mit einem grünen Ring gefasst, an dem man die Umgebung anbinden kann und setzen da im punktuell in dem ganzen Quartier an den bestehenden Straßen die Bebauung an. Also wir denken, dass der Kulturbaustein eine ganz zentrale Idee ist, dass wir da ein Haus bauen, was versucht, eine Gesellschaft der Zukunft abzubilden, in der wir Funktionen haben, die es jetzt noch gar nicht gibt, in der wir die Bibliothek neu denken, ergänzende kulturelle Bausteine und damit eine Identität vielleicht schaffen, eine neue öffentliche Identität für Tempelhof. Für uns war es natürlich wichtig zu versuchen, diese ganzen kleinteiligen Strukturen irgendwie schön miteinander verbinden zu können. Und das Wichtigste eigentlich für uns war es, dass wir diesen gemeinschaftlichen Charakter, den wir überall hier in Nachbarschaft spüren können, dass wir den vortragen. Also wir möchten gerne auf die bestehenden Gebäude, auf die bestehende kulturelle Struktur auch einfach reagieren und haben deswegen uns dazu entschieden, etwas einfach im Maßstab vorzuschlagen, was wirklich dem entspricht, was schon da ist, gleichzeitig aber auch das Ganze in konkrete Form irgendwie zusammenfasst und dadurch eine größere Einheit bildet, die dann eine wirklich sehr lebenswerte neue Mitte herstellt. Die Antwort kommt eigentlich aus der Auseinandersetzung mit dem Ort, dass es eben die neue Mitte ist, eigentlich die grüne Mitte, also haben wir unseren Entwurf auch genannt. Das heißt, wir denken die eigentlich vom Park aus oder als großen Grünraum und gliedern sozusagen eine sehr dichte Bebauung dran an, also diese Küstenlinie haben wir es genannt, also eine Bebauung, die sehr dicht, kompakt ist, an dem Grünraum steht, ist sozusagen das Rückgrat des Parks und spielt sehr viele Freiräume frei. Also uns war wichtig, diesen Charakter des öffentlichen Parks, der ja schon besteht teilweise, einfach noch zu erweitern, bestehende Nutzung wie die Kleingartenanlage einzubinden und eben auch andere Nutzung hinzuziehen, aber insgesamt eigentlich als Park gedacht, als Grün gedacht, als großer öffentlicher Raum, in dem unter anderem auch der Kulturbaustein steht. Also diese Nutzung werden da auch integriert, um eigentlich eben diesen Charakter des grünen Zentrums von Tempelhof eigentlich wertzuschätzen. Das Fremdstadtverfahren ist toll, vor allem spannende für uns. In Berlin ist sehr intensive Diskussion, also es gibt sehr rege Beteiligung und es ist echt toll, das ganze Feedback, das wir kriegen. Das ist sehr inspirierend. Also wir bringen Ideen, wir diskutieren, wir nehmen Anregungen mit, wir kommen wieder mit neuen Ideen. Das ist ein schönes Spiel von Geben und Nehmen und es entsteht was, denke ich. Der Vorteil von uns ist, dass wir natürlich also Input auch einfach von den Anwohnern haben. Und das ist eine ganz andere Sichtweise als das, was man sonst aus anderen Verfahren gewohnt ist. Das Gute daran ist,
dass man sich als Plan auch selber immer so ein bisschen zurücknimmt und versucht, wirklich auch auf die Leute einzugehen, dass man nicht so in seiner eigenen Blase drinnen ist und aus der quasi etwas abgehobenen teilweise oder aus der etwas entrückten Perspektive des Architekten oder Landschaftsplaners zu planen, sondern dass man versucht, wirklich auf die Leute zuzugehen, denen wirklich zuzuhören. Und das hilft einem selber auch, Entscheidungen gut zu begründen und mit Input einfach gut umzugehen. Und der große Unterschied vielleicht zu anderen Projekten ist auch einfach noch, dass wir viel mehr Iteration haben. Also wir stellen ein Design vor, kriegen Feedback, Und das sind viel mehr Runden, die wir machen. Und damit kann man immer feiner ins Detail gehen und wirklich versuchen, diese komplexen Interessen auch wirklich zusammenzubringen, sodass zumindest 99% zufrieden sind. Also wir sind ja mittendrin, also noch die Schweißperlen von der Präsentation auf der Stirn. Also wir machen das ja gerne und sehr oft und haben da auch Erfahrung mit und freuen uns darüber, eben so in den direkten Dialog zu gehen und auch immer den Entwurf weiter zu schärfen. Die Kunst ist natürlich ein bisschen über diese vielen Termine, die immer sozusagen auch dran zu bleiben und immer wieder neu zu liefern und eigentlich immer auch wieder auf diese Inputs einzugehen und eigentlich das Ergebnis dann hin zu so einem Gesamtkonsens, wo auch alle hinterstehen, zu formen. Und deswegen fühlen wir uns eigentlich jetzt noch so mittendrin und freuen uns eigentlich auch wieder. Mittendrin und voll dabei. Und man muss sagen, hier in Tempelhof sind unsere Erfahrungen da tatsächlich sehr konstruktiv. Also es gibt Gegenwind, Befürworter, aber alles auf einem konstruktiven Level, dass wir glauben, dass wir da ganz viel mitnehmen können und zusammen gut weiterkommen.